Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video, weil die alten Videos nochmal zeigen, wäre ja grundsätzlich erstmal doof. An meiner Seite der großartige Starkiller, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wem präsentieren wir dieses Game? Der hat es uns erlaubt. Genau so ist es. Der große Schack. Nicht die Pflanze, Norris. Der legendäre. Der Chuck Norris, und der Einzige, der bis heute den Roadrunner gefangen hat. Wir spielen sein Spiel. Ja. Ich starte einfach mal. Mhm. Ihr seht, Chuck in Weiß, die pure Unschuld. Mhm. Und da ist auch schon der letzte Gegner aus Walker, Texas Ranger. Komm, zack, ich punch dich. Und dann gibt's einen Roundhouse-Kick. Zack. Und sofort tot. Genau, und da kommt ja der nächste Praktika-Mitarbeiter, der nicht kapiert hat, dass Chuck Norris bei Praktika 20% auf alles bekommt, auch auf Tiernahrung. Das wird er bitterlich bereuen, Roundhouse-Kick. Genau, es wird ihm richtig leid tun. Dies ist ein Sovox-Spiel auf dem Atari 2600 und ihr seht schon, Weltklasse. Weltklasse. Also, fantastisch. Kommt dem großartigen, also, wie nichts nahe, also. Mhm. Genau, da sehen wir hier in Weiß den Mann, der als einziger in der Welt es schafft, eine Happy Meal zum Weinen zu bringen. Das ist geil. Das ist geil. Ja, ihr merkt schon, wir huldigen unserem Star. Absolut. Na komm. Wobei, das ist eigentlich eher so ein Nachruf auf ihn, denn wir wissen ja alle, Chuck Norris ist ja bereits vor 10 Jahren gestorben. Nur der Tod hatte bis jetzt nicht den Mut, es ihm zu sagen. Was ich verstehen kann. Ja. Wer eben, möchte ihm das auch sagen? Schiss. Eben, ich hätte auch Schiss. Ist sofort tot. Mhm, eben. Und jetzt muss ich auch so an Family Guy wieder denken. Da hat es ja auch so eine Folge gegeben, wo er kurz zu Gast war, ne? Und da passt dann auch so wunderbar der Spruch, ne? Der Bart von Chuck Norris verdeckt kein Kinn, sondern eine weitere Faust. Richtig. Mhm. Oh, ey, zwei Gegner. Boah, jetzt geht's los. Gleich zwei Opfer hier. Ja, komm, mach ich platt. Opfer. Hör mal. Bei Chuck Norris brauchst du keine Waffe mitbringen. Das geht auch so. Chuck Norris ist die Waffe. Bevor du abfeuerst, bist du schon beim Roundhouse-Kick tot. Aua. Das hat jetzt wehgetan. Aber Chuck kann ja nicht sterben. Ne? Hast du eigentlich gewusst, dass Chuck Norris schon als Kind Sandburgen gebaut hat? Ja, die kennt man heute als Pyramiden. Geil. Geil. Ja, das ist unser Idol. Das müssen wir ganz klar sagen. Das ist der Größte unter den Großen. Genau. Noch größer geht nicht. Noch größer wäre unanständig. Mhm. So, komm. Zack. So, Kick. Und nochmal Kick. So, das räumen wir auf. So ist Schluss mit lustig. Also, ich muss schon sagen, das ist ein Spiel, das muss auch jeder in seiner Sammlung haben, weil... Ja, absolut, das ist ein absoluter Pflichttitel. Wundert mich, dass die Gegner noch nicht schwitzen. Oh, schon wieder durchgespielt. Ist das geil. Ja, wunderbar. Apropos Schwitzen, wir wissen ja, wenn Chuck Norris in den Himmel schaut, fangen die Wolken an zu schwitzen. Manche nennen es Regen. Ja, haben Angst vorm Roundhouse-Kick. Wer nicht? Genau. Und die Aliens haben auch Angst vor ihm. Wusstest du das? Nee. Chuck Norris entführt Aliens. Ist auch der Einzige, der übrigens die fehlerfreie IT-Version hat. Stimmt. Und es wäre sofort der Warshaw. Was hast du denn? Alter! Was hast denn da gemacht? Wie geht das denn? Keine Ahnung, du spielst ja. Alter, wie geil ist das denn? Ich bin ja derjenige, der die blöden Witze hier reißt. Boah, geil! Alter, das ist ja fast Fist und International Karate verblasst gerade. Genau. Ich glaube, vor dem Salto hat er dann bei Burger King einen Big Mac bestellt und auch bekommen. Im Flug. Natürlich. Er ist der Erste, der nicht den McDrive benutzt, sondern den McFly. McFly, can you hear me?
Du weißt schon, ne? Wir sind jetzt, glaube ich, 2015 im Jahr von Zurück in die Zukunft 2, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Könnte, also, falls ihr euch fragt, warum das so seltsam mit diesen Sportgeschichten ist, zum Beispiel hier, ne, irgendwelche beliebten Fußballvereine ganz weit hinten sind. Mhm. Ich sage nur Biff. Mhm. Denkt mal drüber nach. Ja. Bah, jetzt geht's hier immer weiter. Ja, da kommen so die nächsten. Komm wieder. Joa! Ist das geil. Joa! Hey. Das macht das hier seine Salti hier. Ich glaub das nicht. Das ist unglaublich. Ich krieg tatsächlich die Moves raus. Es ist so geil. Super. Kennst du eigentlich die letzte Ziffer von Pi? Schack kennt sie. Genau. Nicht einmal Pi kennt sie selbst. Aber Schack. Es ist ja auch so, wenn Google nicht mehr weiter weiß, die fragen Schack. Genau. Aua! Naja, gut. Manchmal zeigt er auch so seine Schwäche. Er ist auch der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann. Ja, mit dem Roundhouse-Kick. Genau. Sofort tot. Immer was ins Auge. Hm? Was mir jetzt auffällt, ich sehe keinen Schweizer hier. Weil er hat's erfunden? Nee, die Schweizer sind ja neutral. Aber die wissen halt auch nicht, auf welcher Seite Chuck Norris ist. Immer auf der Siegerseite. Im Zweifelsfall, genau. Zack, weg. So, komm, hier. Komm. Ah. Alter, was ist denn hier los? Willst du wohl meinem Roundhouse-Kick nicht ausweichen? Irgendwie lässt du gerade nach. Ah, komm, gibt's einen Punch. Also. Zack. Geht doch. Wunderbar über die, was auch immer, soll wahrscheinlich die Wurfstern sein. Vielleicht auch ein Messer. Sind ja bestimmt böse Gangster. Sind die Leute, die mit Messer zur Schießerei gehen. Da fällt mir gerade ein, wenn ich das jetzt so wieder sehe, ich glaube, der macht gerade seine Führerscheinprüfung, der Chuck. Wir wissen ja, Chuck Norris besteht die Führerscheinprüfung zu Fuß. Ja, hätte der Reus sich mal ein Beispiel nehmen können. Da fragst du, gehst du nicht nach Holland, da fährst du den Schack. Genau. Ah, Mist. Ja, das so. Wohl könnte ich das nicht auch kicken? Ja, gut, mit einem Roundhouse-Kick. Aber ist echt interessant. Also, ich habe dieses Spiel schlechter in Erinnerung. Mal eine Runde. Vielleicht auch nur in den Witzen, die ich gerade hier reiße. Das kann sein, aber. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Also. Ja, irgendwie hast du jetzt geschafft, halt diesen Salto da. Ne, der witzigerweise nicht. Gibt, machst du ein Salto hier. Der witzigerweise nicht in diesem Level geht. Ach, kann natürlich also sein, tatsächlich gewinnt Schack an Erfahrungspunkten. Mhm. Levelt sich sozusagen selber ab. Genau. Ist der Einzige, der bei World of Warcraft auch kein Level-Cap hat. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt machen sie den armen Schack platt. Geht ja mal gar nicht. Aber wahrscheinlich will Schack verlieren, um ein Zeichen zu setzen. Genau. Na gut, der tötet ja auch ohne Waffen, wie wir hier sehen können. Er ist ja Pazifist. Ja. 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 Und er hat keine Freunde, sehe ich. Er hat nur Fans. Das ist richtig. Das ist richtig. Mhm. Ich denke mal, am Ende von dieser Aufnahme sollte er mal ein Gruppenfoto von sich machen. Er kann sich ja alleine auf ein Gruppenfoto im Halbkreis stellen. Obwohl, so schnell wie sich Schack bewegt, ist die Kamera ja nicht. Da kriegst du ein Gruppenfoto hin. Na gut, mit langer Belichtungszeit kriegt man es vielleicht hin. So, mein Freund, ich glaube, es ist Zeit für den Roundhouse-Kick. Mhm. Werft ihr denn die ganzen Sterne hin? Immer gut, Schack kann sie auch so vermehren, da mache ich mir keine Gedanken, aber. Mhm. Ah, komm. Ein bisschen. So, weg mit dir. Ja, jetzt also. Jetzt komm. Zack. Mitten in die Fresse rein. Komm, ja, schlag den auch weg, dann hat der Chuck vielleicht mal ein bisschen Zeit, wieder seine M&Ms nach Alphabet zu sortieren.
Deswegen will ja auch nie, dass der Raab Besuch kriegt von Shaq, weil der schlägt den Raab. Der tritt ihn auch wahrscheinlich. Genau. Ich glaube, da bist du vorhin schon hochgelaufen, da war wohl nichts. Meinst du, dieses Spiel ist nicht random? Mit einer riesengroßen KI-Möglichkeit? Auf zwei Kabat verteilt? Sicher. Es ist ein legendäres Doppelmodul, glaube ich. Im Hintergrund sehen wir übrigens das Tote Meer. Wir wissen auch, warum es tot ist. Ja, der Chuck Norris hat das Tote Meer erschossen. Oder gekickt. Genau, und den Niagara-Fall hat er gelöst und die Formel 1 ausgerechnet. Komm, geh mal links. Ja, es... ich glaube, wir können es mal ein bisschen vorwegnehmen, wenn mal einen Satz zu diesem Spiel... Es ist jetzt nicht so gut eigentlich, aber... Im Augenblick kann ich euch das nicht als Scheiße verkaufen. Das macht Laune. Warum auch immer. Na komm. Na. Ah, weist den mächtigen Roundhouse-Kick aus. Was? Er war doch tot. Ja, ja, trotzdem, ist egal, hat's geschafft. Und weißt du, was der Gegner, was das letzte gewesen ist, was der Gegner gesehen hat? Und Chuck Norris ist sein Fuß. Wie bei den meisten. Ja. Sofort tot. Genau. Das machen die jetzt die ganze Zeit, oder was? Sind das irgendwelche Selbstmordleute, oder was? Vielleicht sind es auch Aliens, weil die alle von ihm entführt wurden. Und wahrscheinlich auch missbraucht, obwohl das macht Chuck nicht. Das macht nicht, er hat es nicht nötig. Nee, er macht tolle Videos. Leider gibt es ja den Warrior Warrior nicht mehr. Ich glaube, die beiden könnten sich wunderbar verstehen, glaube ich, mit ihrer Orientierung. Sehr weltoffen. Ja, stimmt. Deswegen, keine Witze hier, ne? Also, da hat selbst der Papst Angst vor. Vor Shirt Chuck. Ja, jetzt würde das aber hier nicht klappen. Mein Gott, ein Fluch. Ist nicht Chucks Revenge. Ja, ist klar. Oh, jetzt hat er verloren. Och. Der Arme. Och, komm. Hast du noch einen Rauschmeißer aus Chuckhausen? Ja. Was soll ich, was fällt mir denn noch Schönes ein? Chuck kann eine Drehtür zuschlagen. Klassiker, Klassiker. Chuck Norris hat einen Blinden wieder sehen lassen. Das Letzte, was der Blinde sah, war der Roundhouse-Kick. Und der kam schnell. Und das ist jetzt dann von mir heute der Rausschmeißer, den ich in meinem Witzebuch habe. Viele Grüße an den großen G. Das Monster an den, an, da, darf ich, bevor du erzählst, diesen. Damit meinen wir natürlich den G-Punkt der Let's Play-Szene. Genau, den großen G-Punkt der Let's Play-Szene. Viele Grüße auch an seinen S. So. Damit meinen wir nicht Stephen King. Nein, meinen wir nicht. Wir meinen in dem Fall auch nicht der Schmur, aber auch hier viele Grüße. Der schreibt es ja mit D. Gut, wenn man Artikel weglässt, schreibt er sich mit S. Das tust du ja beim Wendler auch nicht. Gut, beim Wendler ist ja der Vorname. Nicht dem? Oder die Wendler, ist mir doch egal. Der erste Mensch in Deutschland, der nur einen Dativ kennt. Jetzt Chuck die Letzte. Darf ich? Ja. Du weißt ja, ich bin ja nicht so ein Redesam. Okay, ich mach da noch zwei, weil es so lange gedauert hat. Endlich weiß man, warum sich das Universum ausdehnt. Alles versucht sich so weit wie möglich von Chuck Norris zu entfernen. Und seinem Kick. Genau. Und dann der eigentliche Rausschmeißer für heute. Das Monster schaut nachts unter das Bett, ob Chuck Norris drunter liegt. Der ist auch geil. Obwohl, wir könnten noch geschmacklos werden, Startseitenniveau. Warum glaubt ihr, dass Chuck Norris auf dem Atari 2006 auf einem Double-Ender-Modul ist? Ha? Huh? Na, warum? Ha? Huh? Warum? Ha? Huh? Double-Ender? Ha? Huh? Ha? Huh? Hm? Wo andere, ne? Der braucht nicht nur einen in die Hand nehmen.
Er hat zwei. Ja, das war Chuck Norris Superkicks oder auch irgendwie Super Kung Fu und auch 70 verschiedene Titel, obwohl es kein Quelle-Game ist, sondern hier Zonox, die sind ja bekannt für diese Double-Ender-Module, wobei ich bis heute nicht verstanden habe, die Single-Ender-Module kosten das vier- oder fünffache. Sind irgendwie seltener oder so. Ja, irgendwie sehr merkwürdig wieder mal. Aber ich weiß nicht, warum man sie haben soll. Aber es hat mir tatsächlich, das ist auch so wieder aus der Geschichte von YouTube-Kommentaren, es hat mir doch irgendeiner geschrieben, die gibt's doch gar nicht mehr. Ja, nicht beim Saturn, das ist richtig. Auch beim Technik nicht, das ist schon richtig. Nicht mal bei Praktika mit 20% Rabatt. Haben sie noch 20% auf Atari-Module? Ja, sicher. Kommen sie rein. Kommen sie rein. Habe ich alle da. Praktika vor 40 Jahren, das hätte gepasst. Hier, hören Sie mal, hören Sie mal hier. Ich habe dann auch hier dieses leckere Pac-Man-Modul. Sie können es mitnehmen oder ich vergrabe es gleich in der Wüste. Genau so, diese üblichen Sätze von diesen Warenbewachern, wie ich sie gerne nenne, das sind ja keine Verkäufer, sondern Warenbewacher. Mhm. Irgendwie, hören Sie mal, das ist ein tolles Spiel, das hat schon die eine Oma gekauft, das ist auch was für Sie. Muss man einfach mal genießen. Genau. Ich kann immer noch diesen offiziellen Rauschmeister sagen, das ist tatsächlich gelaufen, wo irgendein genervter Saturn-Mitarbeiter, das war Saturn übrigens. Aha. Ja, da war weit vor Geiz ist geil und sowas, sondern da war Saturn irgendwie auch ganz toll. Und dann hat irgendeiner, wirklich eine ältere Frau, irgendwie erzählt, suchen was für einen Enkel, nehmen sie Resident Evil, hat er was von. Und hatte dann auch keinen Bock, sich weiter drum zu kümmern. Mhm. Weil die stand da halt vor. Und man nehmen sie es auch. Nimm du Arsch! Hier. Wobei, einen letzten offiziellen Rauschmeister möchte ich noch bringen. Den habe ich ja noch gefunden bei mir im Heftchen. Alle Menschen malen den Teufel an die Wand, der Teufel malt Chuck Norris an die Wand. In diesem Sinne, ich würde sagen, ich glaube, das war's, oder? Genau. Wenn ihr noch andere Chuck Norris-Witze habt, ab in die Kommentare, dafür sind die da. Oh, für, den kreativsten Chuck Norris-Witz. Gibt's keinen Roundhouse-Kick? Nein, da lassen wir uns aber was einfallen. Mhm. Vielleicht was ganz Bitte Tolles. Von mir, nimmt nicht die Witze, die wir hier im Video verwendet haben. Das ist egal, die gewinnen trotzdem nicht. Oder auch so Kommentare, ich will ja nur gewinnen! Gewinnt nicht. YOLO. Genau, YOLO-Swagging. Yo. Mofu. Yo. Bonga, cool, ha? genau so. Oh, genau. Wie RTL sich die Jugendsprache vorstellt. Kawabanga. Ja, das war, wie schon gesagt, Chuck Norris Super Kicks, Super Kung Fu. Hast du nicht gesehen? Willst du gar nicht haben? An meiner Frage. Hier auch die Antwort. Hä? Genau. Chuck Norris habe ich gesehen und mein Hut ist abgefallen. An meiner Seite der großartige Starkiller, der schneller ist als der Roundhouse-Kick von Chuck Norris. Ja, vor allem mit einem Hoden. Das ist egal. Ab einem gewissen Punkt macht's nur die Technik. Genau. Es gibt ja auch Leute, die auf dem einen Rad schneller fahren als auf zwei Rädern. Und es gibt Leute, die auf vier Rädern gar nicht fahren können. Das betrifft 95% der deutschen Bevölkerung. Richtig. Vor allen Dingen lustigerweise hier meine Kritik des Tages bei Regen oder Schnee. Weil der Deutsch. Weil überraschend kommt. Weil viele Leute, ich erkläre das jetzt meinem Ausland. Listen, Ausländers. There is a problem in Germany. We don't know snow, we don't know rain. And there is a big of traffic problems. Big issues. So, just say we are just Germans. Germans. Building tanks. That's good, but not driving cars. Just say no to German Autofahrer drivers. Obwohl, das kann ich noch toppen. Just building Autobahns, not cars. So, jetzt haben wir die Gruppe auch abgeschlossen. Warte mal, mal gucken. Haben wir noch irgendeine Randgruppe, die man beleidigen muss, um auf die Startseite zu kommen? Ich glaube, wir haben sie alle. Ich glaube, die Brillenträger haben wir noch nicht, oder? Hör mal, du da, warum guckst du durchs Fenster? Ha? Es regnet, schalt deinen Scheibenwischer ein.
So habe ich meine Randgruppe auch abgedrängt. So. Warum hast du solche großen Augen? Ach, du trägst es falsch rum. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Genau, warum sind deine Augen so dunkel? Ach, es ist eine Sonnenbrille. Ich trage meine Sonnenbrille nur in der Nacht, ne? Genau. Ja, dann können wir es auch hier beenden mit schlechten Witzen. Bei uns ist der einbeinige König oder so. Genau. Bei uns ist der Dreibeiner einbeinig. Wenn man es richtig macht, ja. Genau. Weiß da sind übrigens hier auch total geile Referenz. Ihr kennt noch die dreibeinigen Herrscher. Das ist die. Okay, komm. Ja, das war wie schon hier Dingenskirchen und irgendwas mit Chuck Norris und irgendwas mit Klopp Klopp, irgendwas mit Karate, irgendwas mit Bruce Lee. Hauptsache die Text Volk schreiben und an meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Schreibt die Kommentare voll. Ich will lustige Witze sehen. Ich will mich total scheckig lachen und ich setze noch mal was drauf. Ich beantworte den Kommentar auch, indem ich den Witz bewerte. Von einer international geprüften Jury, nämlich mich. Mhm. Gucken wir, was noch so fehlt. Ja, wir sehen jetzt raus. Wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Und liken. Und Roundhouse kicken. Und das wäre geil. Genau, macht doch mal Hashtag Roundhouse Kick. Ich glaube, wir machen jetzt über alles Witze. Raute, na gut. Gut, Raute müssen wir anders mal machen. Wir sind jetzt raus. Ich habe übrigens eine schöne Idee, was wir jetzt machen können. Ihr könnt ja mal raten wieder. Aber erst Chuck Norris Witze machen. Und bitte die lustigen. Genau. Ich sag doch, ich bewerte knallhart. Von mir entscheide ich, wer in den Recall kommt und wer nicht. Das macht nicht der Dieter, das macht der Mr. Venom. Genau, du hast keinen Knackarsch, bist raus. Aber ich bin doch lustig, aber sie sieht scheiße aus. Man kann nicht alles haben. Mhm. Sie sollst die Bratpfanne vom Nachbarn her, das geht gar nicht. Raus hier. Gut, wir haben's. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und macht was aus eurem Leben. Genau. Seid vernünftig, geht in die Schule oder arbeiten. Ab einem gewissen Alter kommt zwar da schnell der Sicherheitsdienst, aber das ist uns egal. Da müsst ihr auch durch. Genau, da könnt ihr ein Video davon machen. Obwohl nachher wird man noch, Achtung, totale geile Cross-Referenz. Da wird man vielleicht Hausmeister im All. Entführt von Chuck Norris. Und wahrscheinlich auch nochmal misshandelt. Das macht er doch nicht. Na gut, wird er vielleicht von den Alien-Kollegen misshandelt, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir können ihn ja mal fragen. Mhm. Egal, wir sind jetzt raus. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen, tschüss.